Also Kinder, seid doch mal ruhig. Ich will euch das ja gerade erzählen. Mein Freund, der wohnt hier dicht bei, der hat ein herrliches Gut. Nur Gut ist übertrieben. Gütchen. Also eine wundervolle Laube hat der. Und raffiniert ist der Junge. Der hat sich jetzt eine Bienenzucht zugelegt. Diese Bienen hat er gepaart mit Glühwürmchen. Die sollen nämlich nachts auch noch Honig ranholen. Ich will es jetzt auch versuchen mit Wanzen und Glühwürmchen. Wieso? Nachts im Bett so einen kleinen Laternentanz? Muss doch wundervoll aussehen, nicht? Er sagt zu mir, Fred, du kommst gerade richtig. Unsere Kleopatra, das ist die Kuh, die der hat. Die Kalb. Sana, herrlich, sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich nur gleich runter in den Stall, habe mich direkt dahinter gestellt und habe nun aufgepasst. Stehe da eine Weile, da kommt er hin und sagt, Fred, geh du da hinten weg, denn wenn die Kuh sich umguckt und dich sieht, denkst du, sie hat schon gekalbt. Das hätte ich ja nicht sagen dürfen. Nee, aber wirklich, Scherz beiseite. Ich habe jetzt auch angefangen zu heiraten. Nee, ich musste heiraten. Na nun, deswegen direkt auch nicht. Aber meine Herren Junggesellen werden mich am besten verstehen. Ich meine, jeden Tag trockene Brötchen mit Leberwurst schmeckt ja auch nicht. Ein Kochbuch habe ich auch gehabt. Was an einem Kochbuch alles verlangt wird, soll man nicht für möglich halten. Ich habe mir gesagt, wenn ich ein Kochbuch habe, kann ich mir auch mein Leibgericht kochen. Habe ich gesagt, schön, machen wir mal Hühnerfrikassee. Habe ich mir einen Huhn gekauft, habe Reis gekauft, habe ich im Kochbuch nachgesehen. Da steht unter Hühnerfrikassee, man jage einen Huhn durch die Fleischmaschine. Aber ich habe es erstmal mit Zureden versucht. Dann habe ich die Peitsche genommen. Meinen Sie, das Luder ist durch die Fleischmaschine gelaufen? Getürmt ist es. Da habe ich mir gesagt, schön, Huhn geht nicht, machen wir mal Rumpstück. Habe ich mir ein Rumpstück gekauft. Da steht im Kochbuch unter Rumpstück, man klopfe das Rumpstück. Nun steht aber bei mir in der Hausordnung, klopfen nur sonnabends. Montags hatte ich das Ding gekauft. Wie es soweit war, ist es alleine auseinandergefallen. Habe ich mir gesagt, schön, Rumpstück geht nicht, nehmen wir Fisch. Habe ich mir Fische gekauft. Große Fische, kleine Fische, frische Fische. Da steht im Kochbuch unter Fisch. Man schrecke die Fische ab. Und ich habe sie erstmal der Reihe nach hingelegt, habe das Licht ausgemacht, bin ganz leise raus, habe mir einen Laken umgehangen, bin wieder rein und das habe ich 3 Tage gemacht. Meinen Sie, die waren abgeschreckt? Gestunken haben die Dinger. Habe ich mir gesagt, schön, Fisch geht mir nicht, nehmen wir das Letzte, Spargel. Habe ich mir Spargel gekauft. Habe ich im Kochbuch nachgesehen unter Spargel. Da steht, man schwitze 30 Gramm Mehl. Also hören Sie zu, ich bin gelaufen vom Funkhaus bis zum Bahnhof, wieder zurück, wieder hin. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Meinen Sie, 1 Gramm Mehl ist rausgekommen? Ist doch ein Blödsinn, was die Leute verlangen. Was bleibt einem übrig? Heiraten, nur heiraten. Und wie ich meine Frau kennenlernte, das werde ich Ihnen jetzt auf der anderen Seite erzählen.